So, hallo und alle zur nächsten Folge von Craft Attack 3 und ich muss ein bisschen dort Inventar entrümpeln und damit ich die Gastrede aufnehmen kann. Okay, so in der letzten Folge haben wir ein bisschen Sand gefarmt, Eskalation pur, wir brauchen es für bautechnische Gründe. Kommt dann irgendwie später noch oder sollte später kommen, das heißt ja immer, hier ist Bergmann von deinem Haus fertig. Ich weiß, das sagen mittlerweile nicht nur die Zuschauer, sondern auch die anderen YouTuber und deswegen, ja, ich mach langsam. Denn es ist viel zu tun und jetzt kommt erstmal der Pöbel. Und wenn der Pöbel fertig ist, dann können andere Sachen noch dran kommen. Okay. Doch sieht tief aus, da will ich nicht runterfallen. Ich habe so gerade so überhaupt keine Building Blocks dabei, ne? Sand hat so viel Schwerkraft. Ich mache eine kleine Brücke rüber. Hoffentlich da, wo mich keiner sieht und abschießen kann. Und da vorne sind auch noch ein bisschen Quarz, aber ist mir gerade so heiß hier die Gegend. Ich höre schon wieder die Gas, wie sie böse und fies es auf mich abgesehen haben. Das ist er zum Beispiel. Danke. Puh. Der hätte schon unten hochschießen können, ne? Zum Glück, die Sounds laut. Das wäre böse gewesen. So. Ich will nur Level 16 als Ziel. Level 16, Level 16, Level 16. Sollte ja gut easy gehen. Vor allem mit Quarz und schneller Spitzhacke. So, Level 11. Ach genau, ich kann das... Ja, komm, ich kann das Quarz nicht liegen lassen. Das geht nicht. Habe ich schon die ganze Zeit liegen gelassen, ne? Nee, Stack ist voll, okay. So. Schön. Okay, das ist jetzt... Spielend leicht. Ohne irgendwie querfrei zu stehen vor irgendwelchen Ghasts. Düm, düm, düm. Ich mache folgendes, ich mache die Blöcke hier, die Quarzinger zu Blöcken, damit ich mehr Platz habe und stacken kann. Das ist wieder ein freien Slot. So. 13. Komm schon, 16 ist drin jetzt. Jetzt seht ihr mal, wie lange es gedauert, bis 45 zu machen. Das war mehr als ein paar Quarz-Veins. Quarz? Also muss ich einfach nur den Weg merken, ne? Dass ich zurückfinde und so. Ich lege mir eine dreidimensionale Karte im Kopf an und dann weiß ich genau, hier war schon jemand vor mir. Deswegen finde ich hier nicht. Hier war schon jemand vor mir. Eindeutig, das sind Abbauspuren. Ja. Wisst ihr was? Für die Folge, scheiß drauf. Denn wir brauchen eigentlich nur 11 Level, aber ich wollte ja 16 schon mitnehmen, ich schon da bin, dann kann ich gleich 16 machen, aber. Hier war schon jemand und es wäre doof, wenn ich jetzt ewig rumeiern würde, deswegen laufe ich zurück. Muss ich ja auch mal so sagen. Kompromisse schließen. Geh mal. Feierabend. So. Hier vorne geht's rüber, eventuell kann ich hier nochmal an den Seiten so ein bisschen. Hey, ich säge da auf dem Ast, auf dem ich stehe und das ist auch irgendwie doof. Vielleicht kriege ich die Experience aber noch. Danke. Ein bisschen mehr will ich da gar nicht hin. Zu gefährlich. Dann gehe ich nochmal hier lang. Also ich bin nochmal vorne ein bisschen weiter gelaufen auch. Das war aber eine andere Richtung. Ich habe jetzt zu umständlich nochmal lang zu gucken. Wo ich die ganze Zeit halt gefarmt hatte. Und für den Anfang schickt das auch. So. 34 Blöcke nochmal. Da habe ich schon wieder hier fast... fast den Boden vom Pool wieder raus, weil der hat mit den Slabs den ordentlich vervielfältigen können. Die Fläche, die man bebauen kann, meine ich. So, zurück ging's hier. Keine Sorge, hab alles vom Kopf. Kenn die Gegend. Hab die schon leer geräumt. Und dabei muss man ein kleines bisschen. Bam, 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 bam. Und ja, die großen Dinge, die ich jetzt eigentlich vorhatte zu tun wegen den Villager, die gehen jetzt irgendwie flöten. Der war irgendwie weg. Beziehungsweise wieder zombifiziert und dann weg. Und keiner weiß, wie der Zombie da reingekommen ist. Das war mysteriös. Ich hab da vier Fackeln rumgestellt, weißt du? Vier Fackeln, Scheinwerferlicht. Und am besten noch hier so eine Leuchttafel. Achtung, Zombies verboten, weißt du? Wo so blinkt, bing, bing, bing. Ein bisschen noch Geräusche dazu. Da ist ja kein Zombie drin spawnt. Was ist gespawnt? Genau, ein Zombie. Kann sich mir wieder keiner erklären. Aber das war schon sehr seltsam. Der kann da nicht reinkommen sein. Und Lichtlevel, es war eine Fackel auf dem Boden. Geht nicht. Das Einzige, was ich jetzt noch vermutet hätte, wäre folgendes. Dass jemand draußen bei meinem Grundstück Zombies getötet hat
Und diese, weil Zombies können ja andere Zombies, aber die ploppen aus dem Nichts raus. Und dieser zufällig auf dem Feld geblockt, wo der Villager stand. Das würde ich noch vermuten, was, also wenn irgendjemand draußen Zombies klassiert, der blub, taucht neu auf oder so, haben schon ein paar Mal gesehen. Und dass dieser Zombie direkt in diesem einen Feld gespawnt, wo der Villager war. Und das wäre halt ziemlich arg kacke, ne? Aber das, was anderes ist mir nicht eingefallen. Ich habe auch nicht die Kommentare gelesen, weil die Folge habe ich erst aufgenommen und ist noch nicht online, wenn ich jetzt diese aufnehme. Also kann ich, weiß nicht, was er schreibt in den Kommentaren. Aber huiuiui. Komisch. So, reg ich mich nicht weiter drüber auf. Ich habe genug Sand dabei. Alles gut. Ich habe noch einen Gasträner eingesackt. Apropos, was weiß ich mit den anderen Gasträner? Habe ich das in den Kommentaren übersehen? Also ich habe mal gefragt. Ich dachte, ich hätte noch zwei weitere. Weiß jemand zufällig, wo die hin sind? Habe ich die weggetan? Weil das wäre schon ein bisschen komisch. Weil eigentlich müsste ich die noch. Ja, würde ich sagen, dass jemand die gesnackt hat, aber dann hätte er ein Schild hinstellen können oder so. Dann wüsste ich Bescheid. Sind ja für Enderkristalle gewesen. So, und einmal durch. Autsch. Er hat's gerade richtig heftig gerockelt. So richtig so brrrt. Warte, das kann ich auch hier nicht mehr. Ich meine, die DPI von meiner Maus ganz hoch still. Ich bewege meine Maus jetzt mal 3 cm zur Seite. 1 cm. 2 cm. 3 cm. Und jetzt genau so eine Eskalation. Nee, warte, warte. Ich mache wieder die Dinge runter. Okay, so. Okay, geht wieder. Ja, ich laufe zurück zu meinem Haus. Ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, dass ich jedes Mal hier über das Grundstück drüber muss, weil man keinen richtigen Weg kann. Aber ich könnte mal bei Skate vorbeigucken. Und da zumindest vorbeilaufen. Ich muss sagen, der Spawn, der sieht zumindest schon mal safe aus, einigermaßen. Da hat man das Gefühl, am Anfang alles so wild und roh, wenn man die Map neu ist und jetzt so wohlgeformt von Händen. Kann ich hier reingucken? Ja, so ein Anfang dran. So wohlgeformt von Händen, dass alles so geplant ist und keine Ahnung. Ist eigentlich jetzt der Ehrlichs Grundstück? Wer da siehst, ist doof. Ich glaube schon. Wir waren ja mal Early Town oder so, ist auch weg. Hier, genau, so einen künstlichen See. Irgendwie sowas würde ich halt gerne dann halt noch ein bisschen schöner machen mit Sandoasen und ähnliches Zeug. Und oh, da wird ein schöner Weg gebaut. Nice. Ist schön mit Stolperfallen so. Dann voll hingefallen, Bein gebrochen. So geht zum Glück nicht. So. Ah ja, ich könnte mir. Nein, den Berg kann ich nicht abholzen. Ich wollte gerade sagen, wohnt einer drin. Da hat man mehr Sicht auf mein Haus. Einfach mal einen Berg weggebaut. Wäre ich aber zu voll für gewesen. Oh, mit der Spitzhacke hier vielleicht, weil die Spitzhacke so OP. Ist echt gut. Und wenn alles gut geht, habe ich jetzt mit 14 Leveln gerade so genug, dass ich die Schaufel nehmen kann, kombinieren kann und Mending drauf basteln kann. Und wenn das klappt, dann habe ich richtig kalkuliert. Sehen wir gleich. Ich brauche ein Mending-Buch. Mein letztes? Okay, mein letztes Mending-Buch. Da muss ich vielleicht mal irgendwann losgehen. Da. Letztes Mending-Buch. Die Schaufel. Und mein Amboss. So. Das da rein. 11 und andersrum ist teurer, ne? Ja. 11 von 11 auf 21. Ich glaube, es hackt. So, Efficiency 5. Efficiency hoch. Silk Touch drauf. 3 Level habe ich übrig. Mein restlichen 3 Level kann ich hier noch Dings drauf machen. Zack. Perfekt. Level war wunderbar. Wenn ich jetzt drauf gehe, finde ich zumindest keine Level, aber die ganzen Items. Aber die kann ich wieder einsammeln. Es sei denn, ich war in Lava oder sonst irgendwo. Gut. Ich habe ein bisschen von dem Stained Clay mitgenommen. Ich weiß, vielleicht kann man den gelben benutzen. Irgendwie so einen Stall auszubauen, wenn ich irgendwie auf Pferde einsperre oder so, dass halt, das kann, ja, ich nehme einfach Heu dafür. Irgendwas Gelbes halt am Boden. Entweder dafür oder halt für einen Witz mit Urinstein, aber muss ich mal gucken. Dann, so, restliches Zeug vom Essen fertig. Essen kommt da nochmal rein. Und jetzt habe ich endlich wieder nur ein Essenssort, also wieder ein breiterer Platz im Inventar. Und dann, das kommt raus. Gas drin. Hier nochmal. Und ich habe jetzt mal genug von dem Zeug gesammelt. Was wollte ich noch eigentlich gerade machen? Irgendwas wollte ich noch machen. Aha, nachdem ich das genau, kombinieren habe ich gemacht. Das Zeug zurückgeholt. Ich glaube, ich wollte von anfangen, ne? Weißt du, was wir machen? Wir machen mal Folgendes. Wir setzen mal den Liegestuhl um, der hier hinten steht, weil der steht da so unpassend. Ich dachte, ich setze den vielleicht so ein bisschen mehr nach hier vorne dran. So hier irgendwie, ne? Hier ist halt ein bisschen passender. Dazu mache ich ein bisschen noch, genau. Bisschen ausbauen mit Slabs. Ich habe die hier vorne rausgeschmissen. Irgendwo da. Genau. Ein bisschen mehr Platz. Und dann legen wir das Ding um, weil es passt am Pool halt ein bisschen besser. Da muss ich mal gucken und
Das will ich noch ein bisschen ausbauen, auch ein bisschen mehr Details reinkriegen, aber das werde ich halt auch schon mal so Deko-Zeug. Das ist live ein bisschen schwer, so, was mache ich jetzt? Mache ich das so oder so? Und dann kommt da nichts mehr bei raus bei mir. Stehst du ein bisschen am Schlauch, deswegen muss das am besten so nebenbei mal ein bisschen gemacht werden. Kann ich halt nicht so spontan. Okay. So, dann hätten wir auch schon mal hier ein bisschen. Nein, das nicht. Ein bisschen rangepackt. Yeah, das Haus geht voran. Seht ihr das? Ich bearbeite wirklich am Haus. Also mit Haus verstehe ich auch hier Außenbereich, gell? Innenbereich ohne Innenbereich, scheißegal, der kann erstmal clear bleiben, aber Außenbereich sollte dann schon ein bisschen weiter ausgehen. Man muss sehen, dass was passiert. Man muss sehen, jo, der Spark tut so, als ob er was macht. Oder macht was. Oder eins von beiden. ich hoffe ja mal. Gut, so, dann das kann weg. Mit der Blume. Dann, das kann auch weg. Keine Axt in Reichweite. Jetzt auf alle zu holen. Die können weg. Banner ploppen alle runter. Dann soll ich doch die Axt raus, dauert mir zu lang. 1, 2, 3, 4. Danke, danke, danke. Und die Türen. Okay. Und das baue ich einmal komplett um. Und zwar am besten so hier hin, oder? So von der Position. Hier so. Ich denke mal, das geht eigentlich. Dann, Pillar Quartz Block. Das ist praktisch jetzt die Stütze, wo. So. Ich will es nicht ganz zentriert machen, ich will es auch nicht allzu symmetrisch machen. Hier hinten kommt eine Mauer oder irgendwas hin, damit. Ja. Das irgendwie so machen. Ich das nicht hier irgendwie. Dann da. Das wäre so jetzt gerade anders als vorne war. Es kann auch sein, aber ist ja egal. Quartz drauf. So nochmal. Banner dran. Soll so ein bisschen nach Sonnenschirm einfach aussehen. Und wenn der so ein bisschen gestreift ist, sieht das aus wie ein zusammengeklappter. Warum nicht? Why not? Das war anders, gell? War das so oder war das anders? Ich hab's schon wieder vergessen. Wer hat nicht das gebaut? Und vor allen Dingen. Waren da zwei Blumen? Wo ist der zweite Blumentopf gerade hergekommen? Hä? Kann man den. Hat er sich aussehen dupliziert oder so? Ich habe keine Ahnung, wie ich das gebaut habe. Ich habe nicht genau hingeguckt. Egal, das geht auch. Vielleicht, eventuell sieht es kacke aus, aber es geht. Es geht. Ich hatte es irgendwie anders gehabt, aber ist egal. So, das steht erstmal da. Why not? Ist okay, ein bisschen Dings, klar, Getränke drauf, Blumentopf. Sonnen vor allem Dingen, beziehungsweise eventuell kann ich sogar mal ein bisschen was anderes machen, nämlich da sehe ich übrigens, ich habe Holz drin, muss nicht mehr farmen. Oh komm schon, Slabs. Ich will keine neuen craften, ich habe bestimmt irgendwo welche. Da. Eventuell kann ich ja folgendes machen, eventuell kann ich ja so Dinger machen. Ja, okay, so nicht. So Dinge einfach. Das sind jetzt, weißt du, Liegestühle ein bisschen länger, genau. Ja, warum nicht? Ist okay. So ein kleiner Tisch, wo halt dann Getränke draufstehen, beziehungsweise eine Blume. Und Liegestühle so ein bisschen länger. Aber gut, ja. So ganz. Es muss sich abgrenzen, ich kann hier nicht auch noch Holz nehmen. Sondern kann Doppelstühle sein, sowas. Hat hier Holz? Wahrscheinlich hätte Holz. Egal. Ja, sollte gehen, ne? Das ist möglich. Finde ich nicht schlecht. Doch, sieht besser aus. Sieht definitiv besser aus. Und hier müssen wir auch noch irgendwas machen. Wenn das so eine Art Dusche oder so. Dass man vorher duscht, bevor man halt schwimmen geht oder so im Dreh. Also so, dass ich zumindest abspielt, wie ihr so ein Freibad kennt. Und dann. Ja. Dann und dann. Hier vorne soll es ein bisschen tropischer werden eigentlich. Jetzt nicht, weil da die Kühe sind, sondern die kommen halt weg. Und die Tiere und alles Mögliche kommt sowieso weg. Das ist nur, ich habe die nur eingesperrt, weil ich sie irgendwo einsperren musste. Und dann habe ich halt die hier mit eingesperrt. Okay.
Aber ja, ist okay. Und Gott, ich gehe jetzt mal pennen. Ich bin da schon wieder nicht gewohnt, weil ich ja meistens nicht allein drauf bin. Da geht das sowieso nicht. Deswegen haue ich mich gerade mal ganz kurz hin. Yes, okay. Ich hoffe mal, der Pool geht so vom Design so ein bisschen. Ja, ist okay. Balken sind nach oben gezogen. Schwimme. Liegestühle auch okay. Ja doch, ist okay. Kann man so lassen. Das Portal muss dann weg und hier vorne einen anderen Dings nochmal. Okay, genau, das ist es schon gewesen eigentlich von dieser Folge. Wir haben ein bisschen was gemacht. Erfolgreich auf jeden Fall. Sieht gar nicht so schlecht aus. Gut, dass ich nochmal neu geändert habe. Ich baue ein bisschen weiter und wir gucken mal, wie es aus dem nächsten Part. Vielleicht kommt da wieder ein Zombie-Villager oder so. Wäre schön, denn dann kann ich ihn heilen und vielleicht muss ich noch neue Tränke machen. Wir sehen uns, bis dahin, lass krachen und tschüss.